Neues Video auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, was gestern im ganzen Update rausgekommen ist. Ich würde sagen, wir legen euch gleich mal los. Davor habe ich eine Bitte an euch. Schaffen wir in dieses Video mehr als 500 Likes. Ich würde mich richtig krass freuen. Nehmt euch jetzt ein paar Sekunden und drückt den Button nach oben. Let's go. Wenn wir uns einfach mal Select drücken, kommt das kleine Menü. Dann müsst ihr jetzt einfach mal auf Inventar gehen. Auf jeden Fall wunderschön aufgeräumt. Ein Pluspunkt an Rockstar Games. Richtig geil gemacht. Wenn wir jetzt weitergehen auf Aktion, dann gibt es wieder einen Haufen neue Sachen mit Nasenpopeln. Ja, wie lecker, hoffe ich schmeckt's auch. Auf jeden Fall auch ein Pluspunkt, es gibt viele neue Sachen, aber braucht man wirklich sowas? Ich denke schon, ab und zu braucht GTA 5 sowas auch. Ja, es gibt auch wirklich die neuen Fahrzeuge. Ich bin das Motorrad, sieht richtig scheiße aus. Ich bin da nicht begeistert. Die Henklinge scheiße, einfach alles ist scheiße. Es sieht richtig scheiße aus einfach. Welches Auto findet ihr am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Meint es oben rechts. Ich bin echt begeistert, Rockstar Games hat wirklich die Wahrheit gesagt, es gibt wirklich neue Häuser, neue Garage und zwar ist es ganz einfach, ihr könnt euch alles kaufen, was normal schon früher gegeben hat, das heißt, ihr könnt jedes Haus kaufen, ihr könnt jede Garage kaufen, das heißt, nicht ihr kauft ein Haus, dann geht das andere Haus wieder weg, nein, ihr könnt wirklich zwei Häuser haben, auf jeden Fall richtig geil. Die hoben mich richtig geil. Ich bin richtig geflasht, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall müsst ihr einen Daumen nach oben geben. Nein, Spaß an Seite. Ich finde die Huben extrem scheiße. Rockstar Games, was macht ihr für Scheiße? Das gibt auf jeden Fall einen Minuspunkt für euch. Warum finde ich die Hupe allgemein scheiße? Das liegt daran, das ist ein Ton und das haben sie einfach getrennt. Finde ich scheiße, Rockstar Games, echt scheiße von euch. Waffe von euch. Ich finde die Waffe allgemein fast alle gleich. Es soll angeblich einen neuen Ruckstoß geben, noch stärker sein. Ich weiß nicht, schreibt doch mal in die Kommentare, ist die Waffe noch stärker, noch schneller, besser? Schreibt's in die Kommentare. Der 5 Rennen. Finde ich allgemein richtig geil gemacht, Rockstar Games. Auf jeden Fall ein Pluspunkt für dich. Und zwar geht es nochmal darum, jeder kennt es von euch, jeder wird weggerammt, einen Berg nach unten oder weiß was ich, weggeschubst einfach. Das nervt extrem. Das ist ein Pluspunkt an Rockstar Games. Wirklich ein Pluspunkt, kann ich nur sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr da findet. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Okay, abends so lache ich selbst immer, wenn ich einen Typen auch wegramme, dann sage ich mir, haha, du Wichser, es beschlätscht da. Auf jeden Fall, abends ist es schon lustig, abends so, wenn der Typ euch wegrammt, dann ist es extrem nervig. Das war's eigentlich mal, zum Schluss nochmal die ganzen Bewertungen. Zwei Pluspunkte und ein Minuspunkt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ist bei euch der Pluspunkt und der Minuspunkt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bitte euch auf jeden Fall, gebt echt einen Daumen nach oben und schreibt ein cooles Kommentar. Ich war jetzt in dieses Video nur als ein Bearbeiten, 2 Stunden dran gehockt. Auf jeden Fall bitte bewertet das Video. Das hilft mir sehr weiter. Haut rein, euer Chris. Ciao. Hey, du bist ja immer noch da. Hammergeil. Schau doch mal oben links das letzte Video an oder oben rechts das vorletzte Video. Hau rein. Ciao.